So, aber erstmal wieder Moin Moin, sagt grüßt. LS22 Multiplayer, Moin. Oh, sorry. Moin. So, wir haben jetzt hier einen neuen Stapler mit. Entschuldigung, wer sollte nicht auf den anderen Monitor gucken? Ich dachte schon, ich wäre wieder schuld gewesen. Nee, ich habe gerade hier neben geguckt, was der Chef so macht in seinem Stream und hab. Was? Ich habe keinen Namen eingeblendet. Wer war was? Der LKW-Fahrer war? LKW-Fahrer war ich. Achso. Und Radlader hier vorne? Gerd. Achso. Hier steht noch ein LKW mit Silage. Wo genau soll der jetzt hin? Hä? Wieso steht der hier? Warum? Wieso steht da jetzt ein LKW mit Silage? Ich kann Silage zur Futterfabrik dann fahren. Silage steht doch auf der anderen Seite, steht doch das Förderband. Da brauchst du bloß drunter fahren. Jo, weiß nicht, wer dort jetzt auch noch Silage fährt. Auf jeden Fall. Wohin? Futterfabrik. Oder XL oder okay. Wie? Ja, ja, die andere haben wir, ne? Oder XL Richtung BGA Nord. Nein! Du musst mal ein bisschen auf der End of March erstmal spielen, glaube ich. So. Richtung Stadion. Stadion ist auch da oben. BGA Nord. Hab noch nie auf dieser Karte gespielt. Was? Ja, traurig. Oh, nein. Okay. Guck mal, Gerd, das ist eine neue Abfrage, ob man auf der Karte hier schon... Erfahrung, ja. Mit meinem Produktionspack. Ich spiele und direkt dann hier bei uns im Multiplayer mit, okay? Interessant. Auf der Karte. Also ich habe schon mal hier auf der Karte hatte ich mal mit einem Kollegen im Hof, aber ich war die meiste Zeit nur am Hof, weil wir waren zu 16 auf der ganzen Karte und ja, ich habe halt die meiste Zeit, sollte ich die Tiere am Hof versorgen, war halt die langweilig. 16 Leute und wie war die Performance? Da steht aber gar nichts. Hm? Performance steht war, sag ich von mal, Mineralfutter. Nicht so optimal. Das glaube ich. Ja gut, wenn sie noch nicht alle Produktionen gehabt haben. Ja, aber 16 Leute, das ist viel zu viel. Black Forest, wie sieht man denn das bei den Dingern? Hier steht kein Mineralfutter. Ja. Was, wo, wie, wer? Wenn ich hier in die Stelle gucke, ne, da steht kein Mineralfutter. Wo sehe ich denn das? In LKW. In die Stelle. Fährst du hier geradeaus? Du musst den Roboter hinbringen. Ja, also wo ich es abkippen kann, weiß ich schon, aber ich wollte gucken, ob Stall 1 oder 2 ist. Durchfahren, bitte Kreuzung nach rechts. Ah, also ich weiß nicht, ich kippe es halt hier. Stall 2 braucht Mineralfutter. Stall 2? Achso, ja, und ich merke gerade, wenn jetzt gerade irgendjemand nichts zu tun hat, ihr müsst ja dringend noch Wasser zum Schlachter. Warte, geradeaus. Nee, drück. Was? Geradeaus. Willst du über den Sandweg schicken oder was? Also hier. Also ich fahre jetzt die letzte Fuhre Stroh zu den Deichschafen. Geradeaus. Dann haben wir keinen Strom mehr, aber es gibt ja bald Stroh. Nein, wir haben noch Stroh. Aber dann reicht das mit zwei Anhängern voll. Ja, das reicht dann auch. Aber ja, weil ich bringe jetzt gleich mal Stroh in den Kuhstall. Ja, stimmt, da ist auch wenig drin. Gehst du zwischen 21 und 19 nach unten. Alles gut, das hast du die Map auch. Ja. Hier rechts. Das ist halt eine anspruchsvolle Karte. So, Marmeladenfabrik könnte Erdbeeren brauchen und auch die Eisfabrik. Da, wo der verrückte Traktorfahrer wieder hochkommt. Genau. Er hat's gesagt, ich nicht. So, ist Pascal da? Nee, ich. So. Ach nee, nicht schon wieder. Warum fahre ich denn heute Abend laufend auf den Zaun? Warte. Black Forest, wo siehst du, dass ein Kuhstall noch Silage gebraucht wird? So, ein Kuhstall braucht jedenfalls noch Strom. Ja. Jetzt gar nicht mehr. Black Forest hält sich nicht an die Vorgaben. Was? Du sollst auch schriftlich die Aufträge im Chat erteilen hier. Ach so. Mensch. So, meine Keule. Oh je. Irgendwann blinkt der Blick. Also, ja, dann. Da gehst du links. Mit Namen. Du musst immer auch der sagen, wer dafür verantwortlich ist. Keine Ahnung, jemand, der halt Zeit hat. Das musst du wissen. Du brauchst bald gar nicht mehr selber fahren, weil er nur noch koordiniert. Ja, ja genau, ich weiß, wer das jetzt macht.
weil der macht gerade eine unnötige Arbeit. Ich schaufel hier schön. Du meinst deinen eigenen Namen. Wasser zum Schlachten. Wasser wird verteilt, das brauche ich nicht. Und dann hier wieder rechts. Ach stimmt, oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, aber wenn er jetzt starten soll unbedingt, obwohl er wird Strom brauchen auch. Kann er ja auch nicht, wenn er keinen Strom und keinen Wappen hat. Aber Prio, ja, muss genau, müssen wir Prio einstellen bei Wasser. Bisschen links. Mit Durchschlag aber bitte. Weiter. Gegenzeichnen. So, guck mal, ich habe jetzt hier schon locker 500.000 Silage reingeschaufelt. Können wir gleich Wasser fahren? So. Das Gute ist, okay, bekommst du gleich eine I für Abgib. Danke, Gerd. Für Hilfestellung. Zum schriftlichen Antrag will Pascal jetzt von mir. Dass er sein Netzwerk mal wieder klar machen muss, da. Das ist der Computer für kaputt. Netzwerk. Dann kannst du wieder zurückfahren, wo du am Beginn. Und dann die andere Seite von BGA ist das eine. Magst du nur unter das Förderband fahren? Förderband. Ja. So. Was habt ihr gesagt, wohin das Silage noch soll? Zur Futterfabrik. Futterfabrik. Ich kann jetzt auch mal so einen Transport-LKW mieten, diese kleinen, ne? Also für die Paletten braucht man ja was Kleineres, nicht diesen riesen Kügel da. Ja, gerade wenn man jetzt nur so wie ein paar Erdbeeren verteilen will oder was. Richtig, immer. So Sachen, genau. Das macht auch mehr Spaß, als mit dem Kügel durch die Gegend zu fahren. Deswegen fahre ich jetzt halt auch so oft mit dem Kleinen durch die Gegend. Das ist einfach dann zu groß und unhandlich. Und für drei Paletten draufzuladen, ist das ja dann auch Quatsch. So gesehen. Ja, oder du wohnst in falschen Ort, Pascal. Kann auch sein. Kannst du, dass die Russen da schon wieder das Netz abgeschaltet haben? Ja, beschäftigt sind, vielleicht. Ey, warum fahre ich eigentlich bei jeder Tour da dagegen? Das weiß ich auch nicht. Bei Tropico habe ich ja kurz einen Prozess gemacht. Den holländischen Einwanderern. Ich habe einen holländischen Einwanderer bei Tropico zu einem Minister ernannt. Ich? Weil ich gerade mein Ziel suche und ich weiß nicht, wo das ist. Kann man den Rindern auch Hülsenfrüchtestroh einstreuen oder ist das nichts? Das ist nichts. Da haben wir auch generell wenig von eigentlich. 173.000. Ja. Da haben wir dann auch irgendwo jetzt Strohbedarf oder, ist, oder wie? Also ich wollte eigentlich in die Rinderstelle, wollte ich Stroh fahren und zwar in Kuhstall 2. Da ist nicht mehr besonders viel Stroh drin. Das ist zumindest da Stroh reingefahren. Ist eigentlich, aber es ist rot halt. Macht ihr auch wieder eine Pause hier, oder? Also der Kuhstall 1 hat ordentlich Stroh. Der hat genug, aber der Zweier, das ist rot eingezeichnet. Hm. Haben wir keinen Strom mehr? Gute Silo Tiere. Gute Silo Tiere. Bei mir wird nichts angezeigt, dass die Kühe Stroh brauchen. Ne, ich sehe auf der Übersicht halt rot, ne? Also wenn du beim Stall reinguckst. Im Stall oder Futterroboter? Im Stall. Wärst du in den Stall, fährst du im Strohablader oder Gerd außer? ist eine Nummer, der guckt mir zu, wie ich nichts tue. ja. Stell mich auch noch mal daneben, warte. Es ist doch eigentlich so, mache standardmäßig die Bauhofmitarbeiter. Genau, einer guckt, wie der andere guckt und der andere guckt, wie der andere guckt und der eine arbeitet. Aber vier stehen rum und gucken, wie der eine arbeitet, ne? Und ich mach Schluss für heute. Guck. Der guckt auch noch. Und dann gibt es einer, der sagt die ganze Zeit, das Grüne muss nach oben, ne?
Aber das siehst du echt oft, irgendwie aus einer Arbeit und vier Gruppen auf die andere. Oh, Hoshi, hab dich vergessen. Ja, Stroh gibt's keins mehr, ne? Ja. Wenn am Rinderhof nichts mehr ist, dann haben wir nichts mehr. Da soll immer was sein. Silo. Da gucken, ja. Hier jedenfalls nichts mehr. Tja, da wird's aber hier Zeit für Ernte. Ja, das werden wir es Samstagabend dann. Ja, wie ich vorhin nach Hause gefahren bin, da hatten sie schon schöne Reihen Stroh gelegt. Ist schon gedroschen worden im Ried. Bei uns sind sie auch schon dran. Ja, bei uns noch nicht. Bei uns ist auch zu nass gewesen die ganzen Tage jetzt. Das ist auch noch der, also Gerste hängt noch nicht komplett runter. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen an. Der Weizen ist aber dies ja nicht gut drauf. So was? wie die bei uns sagen, muss er schwer irgendwelche Krankheiten haben. Okay. Das ist ja von Region zu Region komplett unterschiedlich, ne? Ja, naja. Na gut, ich meine, in Südhessen ist es allgemein hin wärmer, da ist das wahrscheinlich schon ein bisschen eher dran. Boah, bei uns war heute 11 Grad. Oh, lecker. Hatten wir sogar mehr. Aber wie es geschüttet hat hier zwischendrin, waren es 13 Grad nur, aber danach war es wieder wärmer. So, okay, ich bin noch geschaufelt. Schönen Abend noch. Ja, auch so, Gerd. Danke. Ebenso. Bis Freitag. Tschüss. Tschüss. Jo. Wo spielt ihr Freitag? Mit Evil. Ah, nebenbei Fußball gucken oder wie? Alter. Nee, erst danach. Deutschland spielt ja schon früh. Die sind die spielen um 18 Uhr, oder? Die sind ja tendenziell um 8 eigentlich schon durch. Aber das kann natürlich aber auch, gegen Spanien kann auch ein Verlängerungs- und Elfmeterschießenspiel durchaus sein. Also halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja. Ich glaube, Spanien gewinnt. Wir müssen einfach gegen Spanien kompakt stehen. Ja, diese Jungspunde, ne? Die hauen da auch ordentlich rein. Und dieser 16-Jährige vor allem. Gibt's hier nichts. Da fahrt ihr schön rundherum. Weicht ihr mir aus hier oder was? Ja, so gut wie es geht. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen tief, das Förderband, ne? Das sieht nicht original aus, was da. Ja, ich hab's aber hochgeschoben, so gut wie es gegangen ist. Warst du schon? Ich mach es auf 1 Million voll und dann. Ha? War voll? Ich weiß, ja. Okay. Also einer, wo zufälligerweise, wo ich einen Ackerschacht finde. Wo bist du? Ja, weiß Moment am Bahnhof. Also Pascal platziert immer ganz gerne Brunnen an. Auf jeden Fall ist bei der Zuckerfabrik einer, aber bestimmt. Ja, aber der ist zu weit weg. Ja. Ich habe einen gefunden, beim Bahnhof ist einer. Ja. Hoffentlich finde ich auch Brunnen bei dir auf dem Safe Game dann, Pascal. Bei mir findest du Hydranten. Ja. Ja, ich hab von allem etwas.
Mal Hydrant, mal Ackerschacht, mal Brunnen. Weil wir einen Grund gehabt haben, warum ich das gemoddet habe. Da kam ja einer. Ach, war das Typ gerade ausgesetzt, ja. Er kann sich nicht erinnern. Das ist jetzt das Schlagwort oder was? Er kann sich nicht erinnern. Ja. Also in der Raffinerie, dieser am hinteren Zaun, da ist auch ein Ackerschacht. Ne? Okay, danke. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ne? Ja, aber in der Brauerei ist hier vorne einer und in der Raffinerie ist hier einer. Aber für was? Oh Gott, das war wieder ein Profi, hab von dir hier nichts. Er hält sich nicht dran, dass man außen rumfährt, ne? Ja, das war das hier, das Autosave oder was auch immer. Nein, wir sind, wenn wir dort reingefahren sind, rechts hinter den Silos vorbeigefahren, ne? Und in der Raffinerie schon raus. Weil in die Innenansicht sieht er ja nicht. Das ist ganz cool. Das heißt, aber erst habe ich jetzt so eine Funktion da gar nicht verknopft, wo die letzten 30 Sekunden irgendwie als Short aufnehmen oder so. Aber leider habe ich zu nicht lang genug auf der hier geguckt, wie du da so schlecht wärst. Also muss ich nochmal einen Short machen? Aber für was? Oh Gott, das war ja wieder ein Profi. Ich habe von dir hier nichts. So. Nee, es ist zu spät, war schon. Ja. Nicht so viel Pause? Ja, genau. Das ist ein bisschen Kilometer. Ich muss gleich mal erstmal tanken fahren. Der Radlader sonst gleich leer ist und ich mache nicht den Berg voraus. Aber du bist heute noch nicht stehen geblieben, ne? Oder liegen geblieben, ohne. Aber jetzt einmal darf ganz ich auch nicht mehr liegen bleiben. Jetzt ist Speedy nicht mehr da. Der kann mich nicht auftanken. Ja, aber jetzt fahre ich auch nicht mehr damit gerade. Im schlimmsten Fall muss ich ihn selber holen, ne? Kannst ja nicht reinschreiben, vielleicht kommt ja einer dann. So. Zwei Ladungen noch. Den hab ich nicht. 70 Ladungen hier reingeschaufelt ungefähr. So, was machen wir jetzt aus dieser geschickten Setz? Also diese Setzlingsidee ist schon auch cool. Ne? Das ist schon ganz gut gemacht. Mit dem Reis, mit den Setzlingen aus dem Gewächshaus, die man in diesem komischen Wasser anpflanzt. Okay, die kommen aus dem Gewächshaus. Ja, genau. Das kann man im Gameplay-Video sehen. Also ich habe jetzt auch ein Video hochgeladen von dem Stream von vorhin. Ansonsten kannst du natürlich auch auf Direktseite finden. Na, guck ich mal. Weil, wie gesagt, ich hab's vorhin leider verpasst. Das war ja auch recht spontan angekündigt. Also ich habe das auch erst heute Mittag eigentlich mitgekriegt, mehr oder weniger durch Zufall. Ich wollte gerade meine Big Ambition Videos von gestern auf YouTube einstellen in der Mittagspause von der Arbeit. Und dann dachte ich, ja, YouTube gestartet und dann wurde da ja gleich irgendwas angezeigt von wegen Farmcom Plan und so. Und dann guckt man auf die Homepage und dann sieht man, oh ja, das ist ja ein bisschen mehr als nur der Farmcom Plan. Da ist ja auch irgendwie noch ein Stream angekündigt für heute und so weiter. Genau, aber diese Setzlinge kann man wohl züchten. Das sind also Setzlingspaletten, die du dann praktisch mit dieser Setzmaschine eben anpflanzt. Ich bin mal auf die asiatische Karte gespannt. Ja, ich kann mir das da auch nicht. Dann auch mit dem Wasser, muss nicht noch mehr fahren. Kann man da auch nicht so richtig was vorstellen. Asiatische Karte. Kann man dann vielleicht Tee anbauen? Ich versorge lieber noch mal die Tiere mit Wasser, Reis. Weil da kann man das Wasser nicht verteilen automatisch. Reis gibt es ja in zwei Sorten. Ja, ja, ja. Okay, ja, hast recht. Das geht nicht wie beim 19er, dass du einfach aufdrehst. Du hast Wasser da. Dann ist der Spinat aber wahrscheinlich für die Zilonka, oder? Weil da wird bestimmt kein Reis angebaut. Doch, die haben da extra zwei Sorten Reis gemacht. So, meinst du, den Trockenreis gibt es in Zilonka? Ja, das würde ich sagen. Aber wird denn in Deutschland Reis angebaut? Davon weiß ich nichts. Nein, in Italien. Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe aus dem Gespräch. Aber die Zilonka ist doch eine polnische Karte, oder? Ja, mitteleuropäisch sagen sie ja immer. Da würde ich jetzt gerade sagen, wieso baut... Oder so.
wieso baut ihr in Norddeutschland Zuckerrohr an? Ja, deswegen, da kannst du nicht drauf. Gut. Baumwolle auch selten. Ja. Ja, so gesehen wird dann da auch, ja. Aber das wird ist auf der nächsten Marsch auch Reis angebaut, oder wie? Ja, im Außendeich dann. Im Wasser. Ja, sicher wird da Reis angebaut. Wieso tankt mein, also der tankt schon wieder nicht, kann nicht tanken. Wo muss eigentlich noch Silage hin? Ich war gerade noch oben an der Futterfabrik. Ich kann den nicht. Die Farmcom wollte ich ja eigentlich. Das ist komisch, ich kipp da immer Stroh ab und das wird hier gar die nicht Farm mehr. Die ist oben an der BGA, an Nord. Wenn du da unten beim Kuhstall Stroh abkippst, musst du aufpassen. Der eine ist mit dem Silo verknüpft. Ich wollte gerade sagen, das hat mich doch so gewundert. Ich fahre hier jedes Mal dran, da ist doch jetzt sind's wahrscheinlich gleich wieder 220.000 drin. Lass mal gucken. Ist ja hart. Ja, genau, 220.000. Ups. Jetzt wird. Oh, nee, das kann er also kannst du auch lange im Kreis fahren. Ja, das bringt ja nur gar nichts, das stimmt. Ja, Das heißt, wie soll man da Stroh reinkriegen in den Kuhstall? Das ist ja tatsächlich, das fließt an Silo zurück. Ist ja ein Witz. Wieso? Also ja, man kann im Kuhstall 2 kein Stroh abkippen, das geht sofort in das Silo rein wieder. Geht nicht. Frag ich mich aber, wie das dann. Da müssen wir wahrscheinlich das Silo erst mit Stroh voll machen. Ja, aber wie viel muss denn da dann rein? Viel zu viel wahrscheinlich. Ja gut, das heißt die Rinder, naja, noch ist ja drin, aber die werden irgendwann out auf Stroh laufen. Aber du holst doch gerade Stroh aus dem Silo, oder? Ja genau, ich hole das auf dem Silo. Ich habe mich eben schon gewundert, wo ich gedacht habe, 220.000 waren doch da vorher auch schon drin. Ich hole das da ab, kipp das ab. Und dann wandert das gerade wieder ins Silo, obwohl ich es im Kuhstall abkippe. Könnte da mal noch jemand die Gerste von der Einkaufsstation zum kann ich machen, wenn Saatgut. Ich mein Lager ist das Saatgut. Ist das ja. Schon gekauft irgendwie, die Gerste? Ich bin ein Teil. Ich bin gerade an der BGA Nord. Mach halbe in die Malzfabrik, okay. Und in die Saatgut, hätte ich gesagt. Also, ich will Mini-Keule machen, ja? Okay. Ich habe Zeit, ich bin jetzt gerade an der Futterfabrik oben am Abladen und dann kann ich an der Hafe fahren und kann das mitnehmen. Ups. Oder sind das Palette? Ist das lose, nee. Oder Palette? Fit gut, also. Hier fehlen noch die Feldbinder-Transporter für Schüttgut hier. Die Silos da oder was? Ich glaube, die einzigsten, der sowas gemacht hat als Feldbinder, ist der Hirschfeld. Der hat welche gemacht. Aha, ja. Okay, weil ich meine, im Prinzip für Lebensmitteltransporte und so hat man ja diese Feldbinder. Silos auf. Muss auf der Seite abgeben, ne? Welcher? Da wo du jetzt halt stehst, wenn da reinfährst, das ist Erdfrucht. Ich weiß, und da, wenn hier nicht, ich bin da rückwärts hingefahren, weil wenn du da reinfährst, da drin ist sehr eng. Ich weiß nicht. Das hat sich auch alles angelassen, glaube ich, ne? Ja, Radlader. Wo ist denn hier der scheiß Ackerschacht? Ja. Wo bist du denn jetzt wieder? Ich am Kuh. Ah, ich habe schon. Den hat einer umgesetzt, den Muster gibst im ersten Wade woanders da. Da ist doch hier bei der in einem Schweinestall, oder? Ja, aber in dem Muster selbst gehen, wenn du das runterlädst. Original ist der nämlich auf der Gegenseite in der Nähe vom Flüssigkeitslager. Na. So, hört jetzt jemand die Erdbeerengeschichte eigentlich schon oder noch nicht? Nee, wir müssen erstmal Brombeeren fahren. Ich muss erstmal einen LKW mieten dann. Habt ihr einen kleinen Transporter für das? Auto dort. Ups. Mieten. Aber was wird das? Ja. Immer Standard, ist mir egal. Da rein. Da rein, okay. Standard. So. Vorwasser.
Wo ist denn das hier? Wo haben wir das denn? Überhaupt die Erdbeeren? Die Felder sind die alle auf den 38, oder? Ne? 38, oder? Ja. Wenn wir jetzt Hofladen und Marmeladenfabrik mit Erdbeeren oder was ist das? Aber kein Diesel, habt ihr schon alles wegverteilt wahrscheinlich, oder? Oder haben wir noch Diesel? Man könnte wahrscheinlich wieder ein bisschen was, aber maximal eine Ladung. Ja, aber wird ja für die beiden Holzfäller da oben reichen. Ein Tanklaster steht ja oben an der Rohöl, an der Bohrinsel da. Da steht die rote mit dem Fass. Okay. So, und die Gerste soll jetzt halt wohin? Saatgut, hast du gesagt gehabt? Halbe Saatgut, halbe Malzfabrik. Also erst Malzfabrik, was okay. Ja in der Nähe ist. Und die Saatgut, welche Saatgut? Beim Klärwerk. Im Klärwerk, okay. Weil die eh schon am Laufen ist. Anschnallen tun sich die Leute aber auch nicht hier drin. Ein paar Himbeeren. Moment. Eishaben brauchen ein paar Himbeeren. Himbeereis zum Frühstück. Kennt das überhaupt noch jemand? Ja, ich. Spezial. Das ist ein typisches SWR4-Lied. Kennt ihr ja alle nicht. Also, Mini-Körbe. Ja, gut. Ich nicht oh ja, ist das ein SWR3 Glaube. Okay. Die haben alle Wasser, jetzt geht's zum Feedlot. Soll ich noch Silage zur Futterfabrik bringen? Ist der schon voll? Da müsste eigentlich genug drin sein, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ob die voll ist. Ja, du hast ja noch nie auf der Karte gespielt. Drück mal Escape. Dann siehst du mal, was wir hier alles so haben. Und in die Futterfabrik gehen 2 Millionen rein. Da sind gerade 600 sind drin ungefähr, ne? Ja. Also da passt noch ein bisschen rein. Ja. Ja gut, dann kann man noch was hinbringen. Oh, was Eis? Erdbeeren sind sogar dreimal drin, da muss ich geschickt aufteilen, die Portion Erdbeeren hier. Das sieht doch schön aus mit den Fahrspuren in den Pappeln, hat's mir die schick eingefangen. So, teile ich nochmal auf. Hofladen kriegt nochmal 5000, da kommt er relativ lange hin mit Erdbeeren dann. Wo steht gar nicht drin mit Hofladen Erdbeeren, oder?
schnell. So, dann hast du gesagt, da steht ein Flüssigkeitenfass um eine Bohrinsel. In Rot. Ja. Hier steht auch noch eine ganze Menge an Wollpaletten rum. Ich hätte wieder alles stehen lassen. Nee, nix. Brauche ich da wieder bestimmt. Warten auf weiteres Obst. Obst. Ja, wenn Ralf jetzt hier wäre, könnte er diesen schönen Zuckerrohr betreiben. Ja, das hier sind die Brombeeren. Da wächst ja auch noch nichts. Bei uns sind die auch noch am Blühen. Nee, meine Brombeeren im Garten sind schon schöne grüne Knubbel, aber es dauert noch. Ja, die haben wir tatsächlich auch schon. Das sind gerade die Heidelbeeren reif, nur leider sind dieses Jahr fast alle erfroren im Wald. Nee, ich habe schöne Heidelbeeren auf dem Balkon und dann will ich morgen wieder ernten, haben mir die Vögel die abgefressen. Hm. Muss ich jetzt mal ein Netz drum machen. Fand ich gar nicht lustig. Bei uns futtern die Rehe eher alles weg. Ich weiß nicht, essen die auch Tomaten, weil auch Tomatenpflanzen. Was? Rehe? Bis im Garten? Ja, die sind bei uns im Eingang. Ja. Also nachts laufen die ja entspannt durch die Siedlung. Die sind richtig spazieren. Sehr zutraulich. Ja. Gar nicht so cool. Nee, das hier nicht so. Vor allem die Nachbarin. Der Wald ist eigentlich auch nicht weit weg, aber. Die Nachbarin ist ein älteres Ehepaar, die haben auch immer Salat und alles mögliche im Garten. Da haben die natürlich Buffet praktisch für die Rehe. Freuen sich natürlich nicht so, dass da immer alles mögliche weggefuttert wird. Nehmen Sie vielleicht nicht an die Hühnerstelle eine zweite Reihe Eierpaletten? Nee. Weil sonst müssten wir die hier mal absammeln. Aber die würden ja eigentlich, die würden meckern, anfangen zu meckern, kein freier Platz mehr. Ja, ja, und dann spulen wir und dann haben wir nichts davon. Boah, nee, räumen doch eine Palette zur Seite. Na doch, warte mal hier, der Trigger sieht so aus, wie wenn da zwei Reihen stehen würden. Weiß ich gar nicht. Ich bin das gewohnt, dass die Schnecken den Salat fressen und nicht Rehe. Die braunen Schnecken oder die habt ihr hier mit Schneckenhaus? Diese roten, diese spanischen Wegschnecken da. Also diese großen, dicken, fetten Nacktschnecken. Ja. Das ist ja hier Plage oder so, ne? Die sind mal irgendwann eingeführt. Hm. Und die verdrängen die schwarzen Schnecken oder wie war das? Die heimischen auf jeden Fall, ja. Aber die sind so in Massen, zum Teil, wenn das so nass ist. Ja, da braucht man wirklich keinen Salat anbauen. Da kriegt man nichts ab. Und die Weinbergschnecke fressen die denen ihre Gelege auf, ne? Ach ja? Na, dann sollen sie mal futtern, also davon habe ich noch nichts gemerkt. Weinbergschnecke sind ja unter Naturschutz, ne? Ja, ja. Aber also, ich meine, braunen, ekligen Nacktschnecken. Dass die fressen, davon weiß ich nichts. Doch. Boah, ich merke hier gerade, wenn ich die Hühner fahre, wie lange die eigentlich schon spielen, weil die waren jetzt hier schon 55 Monate alt. Mhm. Und hatten nicht von Anfang an Tiere. Aber Hühner haben wahrscheinlich relativ früh gekauft, oder? Ich kann nichts auffüllen, also ich kriege definitiv keinen Diesel hier rein. Ich mache das bei mir immer mit Autodrive. Ich weiß nicht, mit Taste R macht Probleme und dann muss den Trigger hier richtig treffen. Und wenn jemand Diesel auffüllen kann. Wobei bei der Raffinerie oder was? Ja, ich muss immer mal wieder rein. Ich habe ja dieses Taste R-Problem, das ja selten auflädt. Dann hast du wahrscheinlich. Da muss ich nur mal zweimal hintereinander drücken. Also ich zumindest. Jetzt musst du zweimal R drücken. Ich glaube, ich habe eine Wollpalette weggeschossen. Wie war glaub's denn jetzt? Das? Es war aber auch schon mal so, dass es bei einem LKW war, wo man nicht laden konnte und beim anderen LKW ging es dann. Mein Trigger, es gibt natürlich hier links noch von. Auch mal am LKW gelegen, also am Anhänger. Erlebt. Na, vielen Dank.
jetzt habe ich die Tiere, jetzt habe ich die Schafe auf dem Schafhof da unten vergessen. Jetzt muss ich nochmal zurückfahren. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gemacht habe, damit das Wetterband plötzlich nichts mehr produziert. Vielleicht steht es zu weit weg. Nee, das, ich hab's jetzt gerade wieder umgestellt und probiere schon die ganze Zeit. Ja. Aber irgendwie ist das die ganze Zeit am Umkippen. Holzfäller Nord, das sind ja die drüben auf der Insel, ne? Black Forest, ja. Oh. Ach, der Motor war aus. Wieso geht der Motor aus, dem Förderband? Hatte ich eben da, dann muss ich kurz aussteigen und dann muss ich ihn wieder anmachen. Warum haben wir eigentlich ein zweites Sägewerk hier? Brauchen wir doch bald gar nicht mehr. Stilllegen. Hättest du mal früher angekündigt. Ein Update. Och, das ist ja auch alles voll. Ach nee, das ist okay. Wir wieder und machen Feld. Muss mein Mist auch verkaufen, ich werde den nirgends los. Warum wird das Sägewerk auch verändert? Nee, wir brauchen ja nicht mehr Leerpalette in Zukunft. Lange nicht mehr so viele, weil ja. Wie ist das eigentlich jetzt? Reicht eigentlich Papier und Karton noch? Aktuell? Weiß ich nicht. Weil wenn man da jetzt schon so ein großes Update macht, dann könnte man das ja irgendwie auch nochmal anpassen. Naja. Dass man nochmal ein bisschen mehr Altpapier verbraucht oder so. Ja, da habe ich einen Haufen. Also viel Überschuss war da doch gar nicht. Na gut, da kommt doch mal, wie viele Recyclingstationen platziert. Ne? Kannst ja 3 oder 4. Also sonst kann man sich ja noch eine platzieren, ja. Ja gut, also Mist wird nirgends mehr gebraucht, ne? Also ich verkaufe den Rest hier, da ist nichts zu machen. Ich wollte die Haufen ein bisschen leerer machen, aber das macht keinen Sinn. Der BGA Ober, BGA Nord, das schon voll? Nee, ich verkaufe jetzt den Mist bei der BGA Nord. Nein, aber dort ist doch so eine Stelle, wo es abladen kann. Ich weiß nicht, ist das schon voll? Da habe ich vorhin 2 Fuhre hingefahren. Aber die BGA Nord, wie war denn das? Die gehört uns doch nicht, das ist eine Verkaufsstation. Bitte? Die BGA Nord ist doch eine Verkaufsstation. Ja, ich mit nebendran in der, ich weiß nicht wie, ich bin gleich dort, dann kann ich gucken, wie es heißt. Meinst du beim Komposter das reinkippen? Also heute fangen wir eh nicht mehr an mit hier Dings. Gut, ich kann es auch beim Komposter reinkippen, klar. Wenn dort noch Platz ist. Mhm. Was haben wir jetzt noch zu tun? Eigentlich nichts. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also was jetzt noch gemacht werden müsste, bis wieder hell wird im Juni. Ich muss ja ein paar Tiere fahren, aber ansonsten kann man dann spulen. Oh, dann machen wir nämlich dann auch Feierabend für heute. Dann gucken wir, dass wir dann so ein bisschen noch die Zeit laufen lassen, dass wir beim nächsten Mal wieder im Hellen starten am Samstag und dann ist Erntezeit hier. Dann rollen die Mähdrescher wieder über die Felder. Mal schauen, wie viele wir werden. Aber auf jeden Fall können wir mit der Gersteernte starten. Glaube ich zumindest. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich sage das einfach nur, aber ich habe gehört, es soll irgendwas reif werden. Juni, ja. So. Ja, es wird was reif. Gerste. Gerste haben wir. Immer das mein Kombo 54 und 59. Mal gucken, was da noch reingeht. Oh, das ist aber nur die 59, ne? Die 54 ist noch hell, die haben wir später angepflanzt. Ja. Dann haben wir noch das Feld vergrößert, das haben wir erst im März, glaub ich, gemacht. Frühjahr, also die Frühjahrs angepflanzte Gerste. Ich hab da gar nicht so viel zum Ernten, oder? Was hast du da noch auf dem Ticker? Boah, das war echt knapp. Ich habe nämlich da jetzt noch 60 Monate alte Hühner. Die muss ich heute noch zum Schlachter bringen. Sonst nimmt er die nicht mehr. Sehr guter Zufall. 51, glaube ich, wird erntereif. Das haben wir auf 11, 12. Obwohl, nee, das ist noch nicht ganz dunkel. Ich glaube, da ist auch noch irgendein Feld, was wir dann schon kaufen müssen. Was auch schon dunkelgrün ist. Die 71, würde ich behaupten. Hier ist Roggen drauf. Das haben wir noch nicht gekauft.
Ja. 900.000. Also wir müssen eben noch Geld verdienen, weil das kann auch sein, dass wir es über Nacht schnell wegernten oder so. Obwohl wir hatten wir diese faulen Farmer drauf. Weiß nee, nicht mehr. Wieso, wenn wir keine Mission da wieder annehmen? Dann... Oh ja, aber wenn ich auf einmal zack, ist es weg. Also ich würde es eigentlich heute noch kaufen wollen. Wir also, gehen jetzt noch 100.000 gehen noch rein. 100.000 gehen noch rein, da ja. Kannst du noch, kann man noch eine Fuhre abkippen, ja. Aber was geil sagt, die werden. Käserei hat noch niemand was gemacht. Das hatte ich in 79.000 hatte ich drin, nee, eine. Aber also immerhin. Ja, können wir Käsereiprodukte verkaufen, noch zum Beispiel. Holzkohle. Zementfabrik. Oh, da ist ja noch ein LKW. Hast du doch den LKW da organisiert? Mhm. Hier ist was los. Blumenkohl, da kann ich auch weg. Die werden nicht älter als 60 Monate, echt? Gewächshaus 9, das finde ich ja nie. Keine Ahnung, wo Gewächshaus 9 ist. Mach dir doch die Markierung an. Das Einzige, was bei mir hilft. Ich glaube, ich stehe sogar fast daneben mit dem LKW. Oder? Weil sonst passiert das wie mir das letzte Mal, dass du dann eine falsche ablieferst. Nein, nicht in den Früh. Gut, dann wollen wir ja auch ein bisschen hier realistisch spielen, Pascal, oder? Nee. Wir nutzen auch Autolot, also. Ja, wenn das. Wenn ah, ja, das, okay. Wenn das Fleisch zu schon alt ist, dann schmeckt sie nicht mehr. Ja, eben. Kannst du bloß noch als Superhund verwenden. Kommt in die Suppe. Kann man da nicht. Und Gulli wäre mal irgendwas. Ein Gulli? Ja, wo man einfach alle Flüssigkeiten entsorgen kann. Wieso mehr in der Flüssigkeitslager? Was willst du loswerden? 12.000 Liter Wasser. Ja, bringen sie zu irgendeinem Stall? Ne, die sind alle voll. Alle? Alle, ich alle, war alle. An jedem Stall. Hat doch genug Produktion, die müssen es Wasser sei denn, holen. Ihr hättet im Norden noch welche. Von denen ich warst du bei den Schafstellen? Ja. Warst du beim Feedlot bei allen? Jawohl. Beim Deichschafstall? Yep. Bei den Schweinestellen? Yep. Bei den Kühen war ich. Okay, ich sag nichts mehr. Dann alles bringen sie einfach, was weiß ich, zu irgendwie. Ja, jetzt hast du einen Schlachter reingeschmissen. Oder halt in der Nähe bist. Gibt ja einen Haufen Produktionen, wo Wasser brauchen, oder? Ah, Stunt. Wollte ich so? Oh, hört sich an wie Wind. Ah, auf schnaubendes Atmen in das Mikrofon. Ich war auch nicht. Als ob es stürmt. Wenn man draußen am Deich steht, dann ist es auch so. Oh nein, ich habe überall den Auftrag erledigt, überall Wasser bei die Tiere gefahren. Ja, fehlt nur noch Butter bei die Fische, ne? Nee, da habe ich Fischbutter zugekauft. Das gibt's nicht. Und so viel Bargeld. Was soll das bei der Bank eingetauscht werden gegen Cash? Nee, würde ich mal noch nicht machen. Wir brauchen bestimmt einiges für den Einkauf. Wir brauchen auch noch Geld. Also irgendwas mach ich doch schon. Mal letzte Tour ins Feierabend. Aber heute nicht mehr. Können wir doch nicht durchspulen. Ja, ich glaube, das Feld ist leider zu teuer. Aber zur Sicherheit würde ich es schon vor der Nacht kaufen. Ja, also wenn du jetzt hier ein paar Produkte verkaufst, dann haben wir das Geld auch. Ja, da ist viel Umlaufvermögen. Da ist gar nicht so viel an Palettenware noch, die wir verkaufen können. Also Minikeule, der hat 79.000, das heißt, da fahre ich nur noch einen Anhänger hoch. Ja, aber du kannst ja da recht. Künstler, gut. Wird ja sowieso dann fertig sein.
Aber die können Ach so, du meinst noch einen und dann voll machen und den Rest bei der BGA Nord genau. verkaufen, meinst du? Ja. Ja, das geht auch. Wenn noch dazu kommst. Ja, wenn. Genau. Ja, wie gesagt, ich kann das gleich noch kurz laufen lassen, 10 Minuten für eine Stunde. Damit wir eigentlich noch knapp das Geld verdienen, um das Feld zu kaufen, damit wir dann die Nacht durchspulen können und beim nächsten Mal halt dann auch nicht starten. Wenn wir beim nächsten Mal starten und dann erst die Nacht wegspulen müssen, ist immer gut. Ja, das ist auch nicht so. Ja, dann müssen wir halt so lange noch spielen. Jetzt machen wir das halt Samstag vorher noch vorm Spielen. Aber mach ich morgen Abend, ja. Du nicht, oder was? Morgen. Ich muss in die Tagesklinik. Okay. So. Also ich bin um 6.30 Uhr bin ich schon aus dem Haus. Ich muss um 7 Uhr den Bus nehmen, dann bin ich von um 8 bis um 16.30 Uhr bin ich in der Tagesklinik. Das ist aber lang. Heute hatte ich gestern. Gestern 8 Uhr Beginn und um 15.30 Uhr bin ich abgeholt worden. Ich darf meistens eigentlich immer 15.50 Uhr darf ich gehen, damit ich halt 16 Uhr den Bus kriege, aber morgen habe ich bis 16.30 Uhr. Ich darf mit Taxi fahren. Ja, wo wir gerade bei diesen Fahrten sind, da fällt mir die Baerbock ein, ne? Wie heißt sie da, die dann hier das Nachtflugverbot von Frankfurt ignoriert? Weil sie nach einem Fußballspiel rüber nach Brüssel fliegt oder was? Oder Luxemburg? Ich weiß nicht genau. Luxemburg. Ach, nee. Unglaublich, oder? Also, und dann Grünpolitiker und also sowas. Auch noch Grün, ja? Ja, genau, die Baerbock. Und dann auch noch das Nachtflugverbot wird dafür aufgehoben, dass ein Politiker nach dem Fußballspiel nach Hause, also, oder nee, zu einem Termin, der am nächsten Tag stattfindet, geflogen wird. Das sind 180 Kilometer Luftlinie. Das ist eine Frechheit. Das ist unglaublich. Die stehen über dem Gesetz. Ne? Genau. Und Scholz auch. Also Scholz ist eine Stunde später geflogen. Sorry, das gerade. Aber das ist ja also unglaublich. Wie, ein Extraflieger noch? Ja, klar. Ein Extraflieger. Andere Richtung wahrscheinlich. Alles auf unsere Kosten. Ne? Und dann brauchen wundern die sich, dass Leute AfD wählen oder irgendwelche anderen politischen Parteien. Ne? Das ist unglaublich. Also mit sowas befeuert man das zu 100%. Das ist unglaublich. Was für eine Dekadenz da ist. Naja, vor allen Dingen, wenn man dann den Leuten noch das Autofahren verbieten will. Ne? Ja, genau. Und auch, ja. Und auch das Nachtflugverbot haben die Grünen ja extrem durchgesetzt und sagen hier, nee, auf gar keinen Fall wird hier das Nachtflugverbot in Frankfurt aufgehoben. Nach 11 Uhr startet keiner mehr oder 10 Uhr. Ich habe jetzt nicht die... normalerweise ist das hier auch so. Genau, ja. Aber wenn die Baerbock um 11 Uhr los muss, weil passt gerade so, dann fliegt halt ein Jet mit, was weiß ich, 2 Personen wahrscheinlich. Na gut, und die haben ein bisschen mehr Anhang, ne? Aber man könnte ja auch Zug fahren, ne? Ja, oder Auto, ja, und ein Chauffeur. Und der fliegt wahrscheinlich dann in der gleichen Nacht noch zurück nach Bonn, wo die immer stationiert sind. Ja, das ist unglaublich. Also, es ist, also, ja. Das hatten die mal vorgestellt hier bei irgendeiner Umweltfahrt in Hessen. Haben sie symbolisiert, so Holzklötze. Wie viel man mit der Bahn verbraucht dann, also praktisch CO2, wie viel mit dem Auto und wie viel mit dem Flugzeug. Das Auto war halt im Mittelfeld, der Zug war noch ein bisschen besser, aber das Flugzeug war schon gewaltig viel. Ja, ich finde auch, ich meine, die haben alle Fahrdienstwagen, einen Chauffeur und dann meinetwegen, also, ne, dann ist er auch schon, ne, aber dann nimm noch die Variante, ein Flugzeug zu nehmen, das Nachtflugverbot zu canceln und sich nicht irgendwie also 3 Stunden, weil du brauchst ja alles. Nee, das ist, also das war, musst du mal lesen. Also ich dachte auch, da kannst du wirklich gemütlich mit deinem Chauffeur fahren, was wohl war. Das Lustige war mal bei meiner Schwester, die kam aus Griechenland zurück und in Dortmund darf der Flieger ja nach 21, 22 Uhr nicht mehr landen. Ja, und dann war da irgend so ein Treffen von den Politikern und dann ist der Flieger von den Politikern da gelandet und meine Schwester musste noch weiter fliegen. Ja, genau. Diese Dreistigkeit an dieser teilweise nicht zu überbieten. Wo ich mir denke, ey, meine Schwester wäre pünktlich um 21.30 Uhr am Flughafen gewesen. Nee, musste sie weiterfliegen nach Köln-Bonn, weil der Flieger nicht da landen durfte. Da dachte ich mir auch nur so, Politiker voran. Ja, das ist, also ganz sowas macht man echt negatives Beispiel voran. Also das ist echt. Wo haben wir Rollrasen?
Hinten bei der Holzkohle. Vanella. Bei 41. Da oben. Und ich sag gute Nacht zusammen. Jo. Ja, jo, so. Gute Nacht. Na. Ja, also wie gesagt, ganz dreiste Geschichte. Wie gesagt, erst die Baerbock, eine Stunde später noch der Scholz. Beide im Nachtflugverbot und beide irgendwie mit, also unglaublich. Also, ist ja leer geworden, wie kann das denn sein? Also finde ich furchtbar, also ganz, ganz schlimm. Das kam auch schnell wieder raus aus der Presse, da haben die wahrscheinlich, ne, die Bild-Zeitung hat das kurz als Schlagzeile, aber dann war es auch ziemlich schnell wieder weg. Ja, das sind halt Politiker. Ja. Macht man halt nix. Was ein Gurkenverein, unglaublich. Ich mag die Grünen sowieso nicht. Nee, die sind ja auch generell, auch was Landwirtschaft angeht und so. Und ach komm, also der erzählt mir da auch, das ist doch... Dann wollen sie ihre Steuererhöhung wieder verkaufen als tolles Geschichte. Ja, wir erhöhen wieder die Steuern und die Landwirte kriegen was davon. Ja, toll. Und damals, in den 80er Jahren, da war es wichtig, dass sie gekommen sind. Aber das, was draus Woche ist, die haben halt nichts mehr dort davor. Nee. Nee, das sieht man auch an den Quoten, wollte ich gerade sagen, an den Prognosen. Ne? Ich will überhaupt niemandem irgendwas hier vorwerfen und so, aber warum erlaubt Twitch jetzt dieses Wort? Welches Wort? Wenn alles? Ich überlege, was da alles immer gesperrt wird. Ja, das stimmt. Ne, das Undertaker. Das soll jetzt nicht gegen dich sein. Das nee. hab nichts dagegen. Aber warum wird dieses Wort nicht gesperrt und andere Wörter? Ja, bei Hund, also wenn jemand, harmlos sind, genau, werden immer gesperrt. Ja, also wenn jemand schreibt Hund, dann muss ich immer erstmal freischalten, so nach dem Motto, du Hund. Ja, auch irgendwie, keine Ahnung, Schimpfwort oder was auch immer. Aber das andere kommt durch, ja. Ja, also Photovoltaik ist nicht schlecht, das kann man nicht, das Photovoltaik unterstütze ich, finde ich gut. Haben wir selber auch, haben wir Geld mitverdient. Leben, was das angeht, ist unser Haus autark, stromtechnisch, außer dass wir keinen Speicher haben, aber wir verdienen mehr mit dem, was wir verkaufen an Strom, als was wir einkaufen. Also gegen Photovoltaik habe ich nichts. E-Auto, ja, höchstens als Speicherlösung im Leasing macht Sinn, aber ansonsten macht das für mich aktuell keinen Sinn oder für uns hier. Aber die haben ja auch da die Förderpötte irgendwie gestoppt, ne? Ich glaube, E-Autos werden aktuell nicht mehr so gefördert. Und dann sind die ganz schön teuer, sei denn du kaufst die günstigen China-Autos oder so. Ja, aber das hat sich auch an den Neuzulassungen gezeigt, dass da wieder die Benziner ganz vorne sind. Wie bitte? China-Autos. Mehr Zoll, ne? Jetzt extrem hohe Zölle drauf machen auf die China-Autos. China bei uns. Damit dann China wieder zu hohe Zölle auf uns macht und die Wirtschaft noch mehr runtergewirtschaftet wird. Ja, das ist auch diese Milchmädchenrechnung, ne? Dass sie denken, wenn wir da ein bisschen erhöhen, dann steigern wir die heimische Nachfrage, dann geht's so, ne? Also ja, dann müssen wir aber auch alles zu Hause produzieren, ja, weil dann kriegen wir sonst nichts. Dann machen wir Germany first. Oh, jetzt wird's kriminell hier. Jetzt wahrscheinlich schon hier. Ne? Nicht mehr Make Germany great again, oder wie heißt das? Können wir bei Trump noch ein bisschen lernen. Da sind wir wieder beim Thema. Naja. Da weiß man jetzt auch noch nicht, wie es weitergeht. Ob Biden jetzt tatsächlich doch, ne, die Reißleine zieht und jemand anderes die Chance gibt oder ob er versucht durchzuziehen. Er wäre ja müde gewesen, ne? Er hätte doch jetzt gesagt, ich war angeblich so müde. Nach 16 Uhr könnte er sich nicht mehr konzentrieren. Ja. Aber ich muss euch sagen, ich habe mir das Ding angeguckt. Das war ja auf ZDF 1 Stunde 44. Ja, es ist für einen 80-Jährigen schon ein harter Tobak. Ja, aber ich denke, in den ersten Minuten, das war echt, also... Herr Südländer, wieso China? Schreibst du auch China mit K-I-N-A? Was reimt? Wir sagen China. Was will denn jetzt Pascal wieder? Da hier. Bei uns heißt es auch China. Ja, China. China, aber viele sagen ja auch China die ganze Zeit. Südländer. Oder sie fragt, anstatt fragen oder so, gefragt. Ja. Ja. Naja, aber ich meine, natürlich ist das vielleicht etwas leiser, wenn man nachdenkt und erstmal die Fakten ordentlich zusammen sich denkt, als wenn man einfach vor sich hin blabbert ohne Inhalt. Also ich meine, es ist ja einfacher, wenn ich einfach nur... Das aber das ist das, was bei vielen Leuten zieht. Also wir waren ja doch auch eine Woche in Amerika letztes Jahr und haben da ja eine Familie besucht und die haben da ja 2 Jahre gelebt. Und die sagten halt auch, die Amerikaner verstehen das halt auch einfach nicht. Die haben zum Beispiel Ampeln und da ist an jeder Kreuzung ein Stoppschild. Also da ist eine Kreuzung, eine ganz normale hier Kreuzung und an jeder Seite ist ein Stoppschild. Von allen Seiten, überall.
Und es gibt da nicht unbedingt rechts vor links oder sowas, sondern ne, es hat einfach jeder ein Stoppschild, weil anders verstehen die das wohl nicht. Genauso wie die eigentlich. Aber wenn jetzt die Ampel ausfallen würde, jeder hat ein Stoppschild, der darf dann zuerst fahren. Genauso dumm. Stehen sie alle. Wenn man so alle bleiben stehen. Hier von wegen, zum Beispiel, da haben sie jetzt so Äffle- und Pferdle-Ampel in Tübingen aufgestellt. Und da muss aber daneben an eine echte Ampel stehen. Weil es könnte ja Leute geben, die, das, die da verwirrt sind, wenn da plötzlich ein anderes Männle in der Ampel grün oder rot leuchtet. Auch total dämlich. Naja, aber das? Ich denke, ist halt traurig, wenn die Gesellschaft darauf hinläuft, wer am lautesten schreit und sei es der größte Blödsinn, hat gewonnen. Und wer sich also die Mühe macht, Fakten recherchiert und so weiter und vielleicht ein bisschen leiser ist, den sieht man gar nicht mehr. Dann ist das irgendwo, finde ich, schon bedenklich. So, Geld verdient, Geld wieder ausgegeben, Black Forest. Ich habe mein Tagessoll erfüllt. Vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Angenehme Nachtruhe, schönen Abend noch für den Rest. Morgen Abend gibt es wieder Neues von NF Marsch. Und ja, bis dahin, vielen Dank. Schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe. Tschüss. 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 Hör ich nochmal auf.